Okay, wir haben ja jetzt auch schon den Großteil der Karte geräumt. Jetzt vermute ich mal, werden wir hier hoch müssen. Ich habe so ein Gefühl. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Doch, ich habe gespeichert. Im letzten Part habe ich gespeichert. Oh, ich wollte natürlich beide da oben haben. Kein Problem. Ja, er geht natürlich so rum, ha? Tschung, tschung. Was sind das da eigentlich alles? Karte erweitern. Mhm. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja, ach, okay, das ist dann quasi das Manuelle einfach nur. Normalerweise arbeite ich allein. Das habe ich verstanden. Jetzt könnte ich hier runterhupfen, aber ich glaube, das bringt mir überhaupt nichts. Ach, das war Zeitvergeudung. Und hier sind auch... Ich wusste doch, dass da ein Herz in ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Wenn Sie sich rühren, knall sie alle ab. Halten wir Abstand. Abstand von wem? Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Welcher war... Das, ja. Leicht. Oh, hier. Alles klar. Aber schauen wir auf die Karte. Es sind schon viele Feinde, nicht wahr? Da werden wir uns jetzt ordentlich durchruschen müssen. Oh, mein Gedanke. Markierung, ob eine Stelle vom Wachen beobachtet wird. Halte gedrückt, um sie an einer Stelle oder auf einer Wache zu platzieren. Ach, wie cool ist denn diese Funktion? Jetzt mal ohne Käse auf der Brotstulle. Das kann ich für den da ganz gut gebrauchen. Kann ich jetzt mal sehen, von wann er wo, mit von wem beobachtet wird. Anscheinend überhaupt nicht. Das ist sehr praktisch. Um sein Leben zu beenden. Los geht's. Mhm, jetzt rennt er zurück und wie ich sehe... Wer hat Lust zu sterben? Okay, er wurde da mal kurz gesehen. Blut vergießen. Mhm. Ah! Wie nehm ich? Zum Teufel bist du! Also gut, ich komme rein. Was jetzt? Warten, dass wir hier sind. Scheiße. Weiter suchen! Alles klar, also hat das ja jetzt überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber von wem wurde er denn da jetzt gesehen? Ah, oder ich kill erst ihn und dann, wenn er herrennt, ihn. Verstanden. Das geht natürlich auch. Ah, jetzt habe ich beide runtergeschickt. Das möchte ich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Das kann oft passieren. Braucht etwas Schliff. Kein Problem. So, das mache ich deswegen, weil jetzt kommt er und er wird jetzt sterben. Not. Also so funktioniert das schon mal nicht. Weil da einer ist, der da rüber schaut. Und den sollte ich vielleicht im Auge behalten, den Typen. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ich könnte auch da lang gehen. Okay, ich glaube, dass ich aber einfach nur schnell sein muss. Wo ist er jetzt? Ist das der da? Nee. Doch.
Genau, was macht der da jetzt? Ja, genau, der holt da was raus. Und jetzt guckt er da rüber, genau. Und das ist der Grund, warum man mich da immer sieht. Wenn unterwegs. Das heißt, der da unten ist der Wichtigste. Wer hat Lust zu sterben? Dann mal ran. Meins. So. Einer weg. Jetzt kann ich auch gleich mal gucken, ob einer von denen reagiert. Da sind drei Scharfschützen-Munis drin, sehe ich gerade. Jetzt kommt gleich der nächste, wenn er weg ist. Nämlich er. Der ist ja nervig. Was ein Karamba-Bamba. Das Messer reicht. Das Messer reicht. Wieder. Alles klar. So. Jetzt ist das alles hier schon ein bisschen einfacher. Was ist mit dem? Wo guckt der hin? Boah, der kann aber weit schauen, aber ihn hier kriegt er nicht. Okay, er nervt mich wirklich. Er ist ja mal pissbehindert. Aber ich kriege ihn vielleicht, wenn ich hier seine Tasche hinschmeiß, um dann mit Cooper den Rest zu finishen. Vielleicht kriege ich ihn. Nein. Alles klar, dann gehe ich mal dahin. Und wo ist der Haken? In deinem Gesicht. Gut, in Ordnung. Gut, ich folge. Frage ist, ob er auf den hier reagieren wird. Genau, das war klar, dass er ihn sieht. Braucht etwas Schliff. Klare Sache. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Haut ab, Mann. Ihr seid hier nicht sicher. So. Ich speichere mal nicht, weil ich jetzt nicht weiß, ob der da nicht Blödsinn macht gleich. Okay, von dem wird er gesehen. Sieh genau hin. Mhm. Komm mal her. Alter, wie qualvoll der stirbt. Ramba. Wie nehm ich? So, weg mit dir. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ihn hier werde ich mit Koi ausschalten. Verschnutlicht. Habe ich gespeichert? Ich habe es vergessen. Ja? Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Das wäre gehört. Nope. Hätte vielleicht gucken sollen, ob den jemand sieht, aber der ist ja so versteckt. Holen wir uns ein paar Banditen. Okay, das heißt, er wird auch von niemandem mehr gesehen. Halt, habe ich gespeichert. So. Damit bist du jetzt deinem Schöpfer sehr nahe gekommen. Und los, wer hat Lust? Komm mal her. Wieder in die Okay.
Das gefällt mir so. Damit ist die untere Kammer hier, der untere Bereich, schon mal restlos ausverkauft. Jetzt ist die Frage, was ist da oben los? Der hat sogar einen Namen. Billy Beer Hating Rockface Ben. Alles klar, ich habe eine Idee. Okay, los geht's. Werde ich hier runtergehen, ihn killen, da hoch. Da muss ich schauen. Das ist ein Poncholyt. Okay, aber der geht weg. Das heißt, ich kann das eventuell tatsächlich machen. Weil ich will den Stein darunter schmeißen. Auf die 3 am besten. Das ist zumindest der Plan. Dann wollen wir mal. Er wird nicht beobachtet, schon die ganze Zeit nicht. Deswegen stirbst du jetzt auch. Die Zähne. Die nehme ich. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Direkt schon mal Errungenschaften erhalten. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Auf geht's. Dieser große Fels dort sieht aus, als würde er bald herabstürzen. Ja, das habe ich schon verstanden. Kein Problem. Ich muss das bloß zu einem Zeitpunkt machen, wo der da irgendwas macht, außer anwesend sein. Dann kann ich nämlich anscheinend alle 3 treffen. Errungenschaft sogar noch verdient. Yay! Tja, Unfälle passieren, nicht wahr? Wollen wir noch irgendwie den Poncho da erledigen? Ich schaue schnell, ob der von irgendwo beobachtet wird. Sieht nicht so aus. Okay. Die 2 da kann ich mit einem Silence-Umschaltmodus-Showdown erledigen. Und die Pferde reagieren ja auch, wenn ich da was... Ah ja, das genau. Moment, ich kann doch... Ich brauche nur ein paar Sekunden. Geht das? Ist der da schon in Reichweite? Das probiere ich aus mit der Münze. Der soll dir da K.O. treten. Wenn unterwegs. Ich habe jede Menge davon. Oh. Na, das hat jetzt so semi-optimal funktioniert. Sieh genau. Vielleicht liegen die Zähne. Meins. Aber egal. Erledigt ist trotzdem erledigt. Mhm. Gut. Lass den mal in Ruhe hier, Big Ann. Okay. Ich gehe wahrscheinlich von hier nach oben. Du scheiß Company-Handlanger. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht, Miss. Vielleicht aber auch nicht. Tatsache ist, hier ist Munition. Für John. Klare Sache. Und hier ist Munition für ihn. Den Anführer übernehme ich. In Ordnung. Ich musste eh mal raus.
weiß halt jetzt bloß nicht, ob ich die auch wirklich abgreifen kann. Normalerweise auch genau das, was ich brauche. Kommen Sie mir nicht in die Quere. 5 von 5. Das teste ich jetzt einfach schnell, ob ich mir die Munition da schnell holen kann. Oder nicht. Mach schon. Ausprobieren. Wieder ein Geschäft. Ja, hat ja klasse funktioniert, nicht? Die beiden da, die kriege ich ja eigentlich dann auch noch weg. Wir werden ja sehen. Und zwar im Team. Ey, Big N. So. Augen einmal auf. Du. Kurz und schmerzlos. Okay. Auf ihn. Los geht's. Dann du. Tut gar nicht das. Auf ihn. Auf. Los. Nicht persönlich nehmen. Wo soll das hinführen? Tada! Komm, schieb den schneller. Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nicht. Mhm. Überlassen Sie das mir. Ah, das riecht nach Ärger. Big Ann ist bald nicht mehr so big. Das ist nur vorübergehend. Weil ich John Cooper seines Vaters Taktik anwende. Nämlich... Mal sehen, was hier los ist. Ausmerzen. Schritt für Schritt. Okay. Na los. Das ist der letzte, gell? Genau. Kein Problem. Wer hat dann mal ran? Sonja. Meins. Alles klar, hier komme ich hoch. Und dann kann ich da von hinten ran. Geduckt sieht der mich nicht mal. Auf geht's. Das kann da ja wirklich funktionieren. Gibt's eine Möglichkeit zu wissen, ob da jemand drin ist? Ja, nein, vielleicht. So, da ist der Poncho. Augen aufs Ziel. Gleich fliegen die Zähne. Wir brauchen hier mehr Männer! Vor uns könnt ihr euch nicht verstecken! Ich weiß, dass doch mal! Wo sind sie? Weiter so! Scheiße, lasst sie nicht entwischen! Hat sich dieser... Ich hab... ...gerade bewegt? Alles klar, also von unten kommen dann auch nochmal direkt welche, habe ich gerade gesehen. Ich überlege gerade, wenn ich da hinten bin mit McCoy, ob ich nicht beide einfach zwecklos ist, mir zu verheimlichen, ausschalten kann. Meine Männer werden es finden. Ich verheimliche nichts, Miss. Ich bin ganz Ohr. Ich schaue mir das mal an, keine Einwände, ob das eventuell funktionieren könnte. Abstechen dauert auch zu lang. Er ist halt nicht schnell genug gestorben, hat er ihn gesehen. Verstanden. Überlassen Sie das mir.
Also weiter hinter geht gar nicht. Wir werden ja sehen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Meine Spezialität. Ich mach mal erst so, damit ich das nicht 50 Mal machen muss. Schieß mich daneben. Was denn? Voll ins Schwarze. Ende ruhig. Sie sind hier! Boah, das werden immer mehr. Der Mistkerle. Wir müssen sie ausräuchern. Ausräuchern gleich. Weiter suchen. Wir müssen sie finden. Ich erwische dich dann verdammt nochmal. Vielleicht beruhigen die sich ja auch einfach wieder und lassen mich in Ruhe. Wir haben sie verloren. Wir sind hier. Stellt die Suche ein. Praktisch, stellt die Suche ein. Welcher Waggon? Sag es mir. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Gehen die wirklich alle wieder weg jetzt? Und die interessieren Sie auch? Moment mal. Was ist das für ein Lärm? Hä? Was für... Scheiße! Du Scheiße! Sind Sie, kann doch nicht dein Ernst sein! Scheiße! Was ist passiert? Zum Teufel, was ist denn passiert? Denn jetzt? Ach, die sind in dem Waggon drin. Oh Mann, das ist heftig. Ja, und er ist ein bisschen behindert, oder was? Einfach falsch. Das ist einfach falsch, Leute. Es ist falsch. Sowas kann nicht sein. Okay, aber die gehen. Das passt. Die sind alle in dem Balkon, hätte ich fast gesagt. In dem Wagon. Beziehungsweise, wo gehen die so hin? Weiß auch keiner. Mitten durch die Hölle. So, dann gehe ich mit euch mal in Deckung, bevor die da noch mehr eskalieren. Meine Männer werden es finden. Ich verheimliche. Er verheimlicht doch nichts. Aber die gehen jetzt da nicht Patrouille, oder? Habe ich jetzt da wieder einen Scheiß ausgelöst? Tatsache, und zwar alle drei. Tatsache, alle drei. Nimm dir die Stange aus der... Bla 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 bla. Das wird aber jetzt ein bisschen schwieriger. Du Scheiß, komm in die Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Weil da unten... Ich weiß es nicht, Miss. Ich schwöre. Ich will das gar nicht speichern, weil ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch schaffen kann, jetzt wo die da unten rumlaufen. Bitte nicht. Nutzlos. Beeilt euch, ihr Idioten, bevor die Marshals davon mitbekommen. Gehen mit der ab, Alter. Hat den einfach erschossen. Wieder nicht. Schön schwer. Captain. Ich brauch grad nichts. Ah ja, wollte gerade sagen. Wäre ja dumm. Du kannst ja aus dem Fass nehmen und werfen. Zieh und wirf das Ding mit deinem... Ah, okay. Okay. Los geht's. Ich würde gern die drei da killen mit Dynamit, wenn ich ehrlich bin. Kein Problem. Ich habe die Lampe angezündet. Besser schnell werfen. Wir sehen uns.
Achtung, passiert über uns! Da! Da oben! Na los! Und wo ist der Haken? Genau deswegen. Sag mir, wo die Tresore sind. Ich weiß es nicht, Miss. Ich schwöre. Okay, ich probiere es jetzt dann auf jeden Fall nochmal, aber wie? Wenn ich ihn mit einer Münze weglocke, also ihn hier. Den Anführer übernehme ich. Was gibt's? Wenn unterwegs. Mach mal so. Aus dem ersten Teil, diese Betäubungsgasblase oder so, die wäre jetzt wesentlich hilfreicher als das, was er jetzt kann. Los. Aber das kann er ja erst später, das scheint ja die Vorgeschichte zu sein. So haben sie sich anscheinend kennengelernt. Oh, ich muss die aber weit werfen, damit der da unten das nicht kapiert. Okay, jetzt pass mal auf. Ganz Münze. War klar. Halten wir uns ran. Aber ich habe eine Idee. Ich habe da so ein Gefühl. Du Scheiß, komm in die Handlanger. Sag mir, wo die Tresore sind. Die Quere. Ich weiß es nicht, Miss. Jetzt pass mal auf. Wer braucht eine Sprut? Eins. In Ordnung. Heftiger Raubzug ist das hier. Augen aufs Zwei. Zwei. Hoffentlich klappt's. Hinterhalt kam wie erwartet. Das kommt mir. Das war geil. Ich sollte das öfters benutzen, nicht wahr? Das bringt richtig was. So. Wie soll ich das wissen? Die sagen mir ja nichts. Mal aufwärmen. In Ordnung. Zwecklos ist mir zu verheimlichen, Schätzchen. Sieger. Meine Männer. Ich verheimliche nichts, Miss. Meins. Ha? Loser Fels und hier so. Alles klar. So. Ich habe nicht die geringste Ahnung. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht. Nutzlos. Los. Na los, ihr Scheißer. Ich will alles in einer Stunde verladen haben. Okay, jetzt scheint sie ja alleine da zu stehen. Die dicke Anne. Die Barbara. Findet mir diese gottverdammten Tresore, ihr Schwachköpfe. Die geben mir auf den Zeiger hier. Die macht hier eine auf große Eier und hat im Endeffekt eine Klitoris. Das ergibt keinen Sinn. So, jetzt pass mal auf. Du stirbst jetzt. Zack. Okay. Noch dazu sehe ich keinen Gegner, der uns hier belästigt. So ist es schön. Genau, wenn ich das Dynamit nehme, weiß ich jetzt nicht, muss ich wohl dann doch da drauf schmeißen, oder? Mach schon. Ich habe die Lampe angezündet. Okay.
Los geht's. Das war klar, dass jetzt Gegner rauskommen. Die waren ja vorhin da auch noch drin. Aber es sind jetzt nur drei. Pass mal auf. Jetzt wird's laut. Auf eins. Zwei sind besser als einer. Zwei. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Na, ach so, du hast keine Waffe, gell? Drei. Sie das mir. In Ordnung. Wir sollten uns eine sichere Stelle suchen. Geht klar. Ich musste eh mal raus. Einfach kaputt, Leute. Einfach kaputt. Meins. So. Das hat ja fast schon zu optimal funktioniert gerade, oder? In welchem Modus bist denn du jetzt? Schleichen, alles klar. So, wo soll ich jetzt hin? Da. Das kriege ich hin. Auf geht's. Im Alltempo. Ich denke, Sie haben die DeWitt Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Guten Tag, Mr. Cooper. Und das war Dr. McCoy. Aber da fehlt ja noch jemand. Und zwar die Braut. Abzeichen. Rette alle Zivilistengruppen. Einer. Ach, weil die ihn jetzt gekillt hat, oder was? Aha. Speedrun in unter 5. Was? In unter 5 Minuten 30. Das habe ich. Das wusste ich nicht. Aber gut. Alles klar, weiter geht's. Ach so. Ach, sieh mal einer an. Interessant, der zeigt mir das hier alles auf, nicht wahr? Ach krass. Da könnt ihr mal sehen, wie ich durch das Level bin. Ein bisschen dumm an manchen Stellen. Aha, ist ja cool gemacht. Ein bisschen wie bei Super Meat Ball, bloß dass man da halt immer nur die Tode sieht. Ja, der eine Zivilist hat's nicht geschafft. Genau, da habe ich länger gebraucht, da unten. War eine schwierige Stelle. Dreimal habe ich da gespeichert. Tut mir leid, ich bin mega begeistert davon. Ah, die Stelle war auch, die war knackig, ja. Interessant, oder? Coole Sache, gefällt mir voll, dass sie das... Schau doch mal den Weg an. So viel laufe ich nicht einmal in den Bergen. Schwierigkeitsgrad normal, okay, das ist eine richtige Statistik. Aha. Okay. Dann lasst uns mal die Geschichte fortsetzen.